Hallo und herzlich willkommen zu Builders of Egypt Prolog. Wir schauen da mal ein bisschen rein, das ist noch nicht veröffentlicht und ist ein Alternativprogramm, weil Minecraft Server nicht funktioniert. Ah, und jetzt haben wir auch Musik. Ich hatte es eben schon mal kurz an und jo. Hallo Tienchen und alle anderen, die vorher auch schon da waren. Bitty Blattnase, David, Bori, etc. etc. und alle, die nur krumm hängen. Schön, dass ihr da seid. Ja. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe auch davon nur den Trailer gesehen, mehr nicht. Also schauen wir mal rein, was wir machen können. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Kampagne rein und gucken mal, was da geht. Ah, und Carlotta ist natürlich auch. Soll wohl Emote sein, okay. Gut, schauen wir mal rein und lassen uns überraschen bei Builders of Egypt Prolog. Was? So heißen wir. Oha. Das ist schon laut, ne? Ist es zu laut? Geht so? Ich glaube, wir werden es nochmal runterdrehen. Ein bisschen. Eine prächtige Hauptstadt für Kemet. Der Herrscher von Oberägypten, König Nama, eroberte Unterägypten und vereinte das Königreich am Nil. Jetzt braucht das Land eine Hauptstadt. König Aha, der Nachfolger von Narma, schickt dich nach Memphis, Ineb Hedi, um den Bau dieser wunderschönen Stadt, einen politischen, administrativen und religiösen Zentrum zu überwachen. Diese Stadt wird der königlichen Familie ein Zuhause geben und dank ihrer Monumentalität ihre Macht stärken. Wir können auch hier den Schwierigkeitsgrad einstellen, aber ich glaube, wir lassen mal auf leicht, da wir es auch noch, ich kenne es halt noch nicht, ne? Brot sammeln, 5000, Export ist, achso, genau, okay, Ziel ist Export 1000, ich glaube, das sind Ziegelsteine, bin mir nicht ganz sicher. Genau, das Ziegel steht ja auch da, meine Güte, das ist kein Ziel, das ist Ziegel, meine Güte. Junge, da sind sie ja wieder. Keramik, 1000 und Bewohner sollen wir 75 einsammeln. Okay, das kriegen wir bestimmt hin. Nee, warte. War nicht richtig, oder? Continue, okay. Sure, load this game. Ja, ich... Ach, hier unten steht Start. Ich bin der Beste. Musik ist ein wenig zu laut. Ja, von phasenweise. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Einstellungen. Video und Grafik. Ja. Audio, meine Güte. Gesamtlautstärke, Musiklautstärke. Ich glaube, dann gehen wir hier mal ein bisschen runter. Okay. Tastatur und Maus. Werden wir bestimmt irgendwie hinkriegen. Abreißen V, okay. Okay. Burg. Und Start. Wird geladen. Okay, schade.
Guck mal da, ach, das kann man nochmal hoch, okay. Ja, es in Ägypten legten Ackerfelder vor allem für Dinkel, Gerste und Dattelpalmen an, da ihre Speisen auf Brot und Bier basierten. Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen wurden gezüchtet, aber am liebsten wurden leckere und nahrhafte Fische verschiedener Arten aus dem Nil gegessen. Die sich ständig weiterentwickelnde Handwerkskunst unterstützt die Entwicklung von Landwirtschaft und Viehzucht. Dank der Ziegeleien, die so sonnengetrocknete Lehmziegel herstellten, konnten die lokale Bevölkerung ihre ersten Häuser und Werkstätten bauen. Zu den wichtigen Bauwerken in der Anfangszeit der Entwicklung Ägyptens konnte man auch Bäckereien und Brauereien zählen. Um schwer zugängliche Waren zu gewinnen, knüpften die Ägypter Geschäftskontakte zu ihren Nachbarn oder kolonisierten Gebiete, wo sie wertvolle Mineralien, Metalle und Steinbaustoffe gewinnen konnten. Aus diesem Grund wurde das Segeln entwickelt und die notwendigen Häfen gebaut, wodurch der Nil zu einer Lebensader wurde, die den Austausch von Waren und den Erhalt von Rohstoffen aus entfernten Steinbrüchen erleichterte. Von Anfang an war die Mauer der ägyptischen Stadt ein wichtiger Aspekt des Lebens. In diesem Zusammenhang wurden Mauern errichtet und Armeen ausgehoben, um die Stadtbewohner vor Plünderern zu schützen, die es wagten, sich dem Willen des Pharaos zu widersetzen. Da ist, ne? Wisst ihr Bescheid. In Memphis hat er sich von den Priestern des ägyptischen Königsgeschichte erzählen lassen, die er dann wiedergibt, samt in den bedeutendsten Taten der einzelnen Könige. Menes, der erste König Ägyptens, hat das Gebiet um Memphis trockengelegt und dort die Stadt gegründet. Außerdem baute er in dieser Stadt den Hephaistos-Tempel, der großartig und erwähnenswert ist. So berichtet er der griechische Historiker Herodot, der im 5. Jahrhundert vor Christi lebte, über die Anfänge der Stadt Memphis. Ich glaube, das geht hier noch ein ganzes Stück weiter. Wenn ihr wollt, einfach mal Pause drücken dann bei YouTube. Dann könnt ihr euch das noch durchlesen. Mal kurzen hier runter. Dann immer wieder mal kurz Pause drücken. Okay. Der Wille des Pharaos, den kann niemand ändern. So ist es. Das erleben wir bei jedem Stream. Los geht's. Der Herrscher von Ägypten, König Nama, eroberte unter Ägypten. Okay, das haben wir eben schon vorgelesen. Dieses kurze Tutorial beschreibt die Early Access-Version und wird im Laufe des Spiels erweitert. Hier erfährst du die Grundregeln des Spiels. Klicke auf den rechten Pfeil, um fortzusetzen, oder drücke Leertaste. So kriegen wir hin, glaube ich. Hier nochmal die Spiel-Siegbedingungen. Brot, Ziegel, Keramik, Bewohner. Sagt, das haben wir eben schon. Oh, guck mal, wir können relativ weit raus. Uiuiui, okay. BASD. Und hier geht's los. Das Konzept von Geld als Währung war im alten Ägypten nicht bekannt. Die Arbeiter wurden mit Brot und Bier bezahlt. Um es leichter zu machen, betrachten diese Rohstoffe als die Kosten für den Bau von Gebäuden und den Austausch von Gütern, deren Symbol sich oben befindet. Du bekommst dein Brot hauptsächlich aus Handel und Steuern. Dies sind keine zuverlässigen Einkommensquellen, also stelle sicher, dass du genug Brot hast, ansonsten wirst du deine Siedlung nicht entwickeln können. Okay, also hier oben. 16.500, nicht schlecht. Weiter. Der Bau der Stadt sollte mit dem Entwurf des Wegnetzes beginnen. Wähle den Weg aus der Liste von Gebäuden und baue einen Wegabschnitt, bei dem du Gebäude bauen wirst. Denk daran, dass der erste Hauptrohstoff Wasser ist. Da ist es empfehlenswert, eine Siedlung entlang des Flusses zu bauen. Jo, das scheint okay zu sein. Ah, okay, drehen können wir auch.
Ivan nochmal. Okay, das war's, glaube ich, ne? Okay, das ist aber schnell eingestellt. Okay, ist nicht so schlimm. Das hier ist so ein bisschen. Okay. Straßen bauen. Okay. Da unten, es blinkt. Häuser und Straßen. Oh, hier 10. 10 Brot. Okay. Was? Mal ein bisschen näher ran, dann. Einmal klicken und dann ziehen und dann geht's dann in die Richtung. Ist aber schon teuer, ne? Muss so sagen da. Ach guck mal, es ist auch vorgegeben, wie weit wir dürfen. Okay. Nun gut, dann machen wir das so. Ach so. War nur rot, weil ich hier oben raus war. Gut. Oh, okay. Jetzt. Aha, neu. Wähle ein Haus aus der Liste von Gebäuden und baue es an dem Weg. Drücke Sie R, um das Gebäude zu drehen. Denk daran, dass alle Gebäude entlang der Straße gebaut werden müssen. Ein Gebäude, das nicht an der Straße gebaut wird, ist funktionslos und kann mit der Zeit einstürzen. Das ist ja toll. Das ist aber zugegebenermaßen bei Single-Männern fast immer so. Erst verheiratete Männer sind willenlos. Das wurde gebrochen. Okay, Tietchen. Sind wir wieder bei dem Thema. Das Spiel wird dem Streamer sicher so gut gefallen, dass es einen festen Streamplatz am Montag und oder Mittwoch bekommt. Nein. Das ist nur ein Prolog. Ich glaube nicht, dass das wirklich so lange geht. Dementsprechend wird das wahrscheinlich... Häuser und Straßen. Wäre ein Haus aus der Liste Gebäude? Hallo? Ach, okay, das mit... Ah, okay, ich dachte, da wäre jetzt... wie man halt so ein Piktogramm von so einem Haus, aber das hier ist das Haus. Und das können wir jetzt noch drehen in die entsprechende Richtung. Machen wir mal den Eingang so rum. Und so. Da hinten will auch noch einer hin, okay. War das dann? So. Okay. Oh, da hinten auch noch. Kann man nicht. Kann man denn abwählen? Oh, ist egal. Ein solches Gebäude wird Einwanderern ermutigen, sich in deiner Stadt ein niederzulassen. Wenn es große Zufriedenheit aufweist, was, wie du im Laufe des Spieles merken wirst, gar nicht so einfach zu erreichen ist, die Ankunft der ersten Bewohner sind, wird durch eine Meldung in der rechten unteren Ecke signalisiert. Also da unten irgendwo. Okay, da. Ja, sogar eine Nachricht schon. Easy Lacon. Hört man da eigentlich Musik und so weiter? Ich hab's. Ich glaube, ich hab's jetzt zu leise. Werden wir nachher sehen. Ah, nur auf Ägyptisch. Ja, okay, dann ist gut. Okay, wissen wir Bescheid. Ah, da kommen sie. Das kennt man auch aus anderen Spielen, dass die einfach irgendwo herkommen, anstatt auf der Straße dann zu laufen. Obwohl, hier hinten laufen sie über die Straße. Ja, okay. Wie kann man denn hier... Nächstes.
Vergiss nicht, du kannst jederzeit ein Gebäude abreißen. Die Erstattung der Kosten hängt von dem Schwierigkeitsgrad ab. Bitte beachte, dass der Abbruch von Gebäuden zu einem späteren Zeitpunkt schwer sein kann, da du das wirtschaftliche Gleichgewicht stören kannst. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. So, nächste. Lassen Sie auf die Straße den Abriss üben, weil wir ihn hier nicht brauchen. Entfernen Sie diesen markierten Bereich. Okay. Der Spaß soll nur 2,5 Stunden dauern. Ja, dann ist ja gut. Okay, hier ist das Abriss-Tool. Ah, jetzt. Okay, mit Rechtsklick. Ah, okay. Mit Rechtsklick können wir abwählen. Gut. So, okay, okay, okay. Ah, guck mal, können wir auch alles wieder. So, als nächstes. Deine Einwohner müssen vor Bränden geschützt werden. Wähle die Feuerwache aus der Liste von Gebäuden und baue die in der Nähe deiner Gebäude. Jedes Gebäude hat Eingänge, die mit Pfeil markiert sind. Drehen Sie das Gebäude in Richtung der Straße, indem Sie R drücken. Das ist schön. Feuerwache. Ah, guck mal, hier sind wir. Okay, kommen wir später noch hin. So. Ja, hat er extra in die andere Richtung gedreht. Und wir können sich hier in die Ecke rein drehen. Wir hätten es auch so rumstellen können. Da ist auch der Eingang zur Straße. Und hier haben wir zu allen Seiten eine Straße. Also, haben wir 45 Brot. Okay, mit Rechtsklick weg damit. Bitte beachte, dass nach dem Klicken auf das Symbol Reichweite der Feuerwache in den rechten unteren Ecke ein Filter erscheint, der die Reichweite der jeweiligen Gebäude anzeigt. Diese Gebäude schützen andere Gebäude vor Feuer, aber vergiss nicht, dass die Schutzwirkung mit der Entfernung abnimmt. Es ist eine gute Idee, Feuerwachen in kleinen Abständen voneinander zu bauen, um die Gebäude besser zu schützen. Besserer Schutz führt zu einer geringen Zahl von Bränden und deren Konsequenzen. Okay, lass mal gucken. Ah ja. Na, das hier so mal rüber. Ne, können wir leider nicht. Schade. Ich würde das mal hier rüberholen, weil das sind bestimmt noch andere Sachen hinter. Ja. Also die nächste müsste irgendwo hier hin. Also rein theoretisch. Damit die sich halt dann auch. Oder nochmal. Mit halt dieser, das nimmt ja immer mehr ab mit dem Grün hier. Ne? Soll sich halt auch überlappen, aber hier wahrscheinlich dann zu sagen, okay, dann haben wir immer noch den vollen Schutz. Ah, okay, wir müssen nur rüber gehen dann. Okay, das ist natürlich auch okay. Brandgefahr 100%, vielleicht arbeiten hier noch keine Leute deshalb. Obwohl, 6 Arbeiter? Oder bauen die es gerade erst? Wirksamkeit, okay. Naja, gut, gut, gut. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ach, kann man auch aufhören zu arbeiten und runterfahren. Damit wir wahrscheinlich Geld sparen oder so. Gut. Euch dann noch viel Spaß, ich bin da mal weg. David, schön, dass du da warst und schade, dass Minecraft nicht weiter funktionierte. Aber gut, hab einen schönen Abend und bis bald. Weiter. Lassen wir uns endlich einen Blick auf die Gebäude werfen. Linksklick auf das Haus. Hier werden Informationen über diese Gebäude angezeigt. Von oben nach unten gesehen kannst du Folgendes erfahren. Ein bisschen rüber, dann können wir das besser sehen. Von oben nach unten gesehen kannst du Folgendes erfahren. Aktuelle Warnhinweise. Der Name des Gebäudes, das Level des Gebäudes, Hauptkapazität und Anzahl der verfügbaren Einwohner. Das heißt Katastrophenrisiko, Krankheit, Kriminalität, Feuer und Katastrophe. Die erforderlichen Rohstoffe, um das Level des Hauses zu erhöhen. Die gesamten Rohstoffe und der aktuelle Zugang zu den Gebäuden. Ah, okay. Das ist nicht allzu viel, wenn man so guckt. Aber okay.
Getreide, Stroh. Meine Güte, was die alles brauchen. Ja, dann hier Tempel, Marktbuden. Okay, Zugang zur Bibliothek. Meine Güte, Zugang zu Wasser. Zugang zum Gericht. Okay. Haus Level 1. 5 von 5 Bewohnern. 5 von 5 Arbeiter. Okay. Brandgefahr ist 0%. Das ist gut. Katastrophenrisiko ist 0. Und hier Krankheitsrisiko ist auch 0. Noch. Ja, muss man mal so rum sagen. Gut. Weiter. Beachte, dass jedes Haus eine eigene Reichweite hatte, die den maximalen Abstand zum Gebäude festlegt, in dem der Einwohner eingesetzt werden kann. Bei schweren zugänglichen Arbeitsplätzen wie Minen lohnt es sich, über den Bau einer Arbeitssiedlung nachzudenken, die meistens eine unabhängige Einheit ist. Ah, okay. Also, na, wir haben halt so, ja, ich weiß nicht, so eine Wirtschaftssiedlung und dann halt dementsprechend halt dann höherwertige Siedlung. Okay. Dann mal so. Um das Haus zu verbessern, sollte ein Brunnen entsprechend den Anforderungen, die wir gerade gesehen haben, gebaut werden. Baue einen Brunnen in der Nähe der Häuser. Das kriegen wir hin. Da. Brunnen. Ach guck mal, den könnte man halt auch... Okay, der will halt, dass ich das da hinstelle, aber... Wasserzugang könnte man halt auch rundherum eine Straße machen und dann hätte die halt von allen Seiten Zugang. Okay. Ah, guck mal. Und aufgewertet sozusagen. Ah, guck. Nice. Schön. Jetzt mit Panoramafenster. Gut. Als diese Höhlenform. Okay. Das Haus wird nun verbessert, wenn es vollständig bewohnt ist, sich an dem Weg befindet und alle Anforderungen erfüllt. Bitte vergiss nicht, dass wenn er dem Haus auf dem nächsten Level etwas von dem vorherigen Level fehlt, das Haus nach einer Weile auf das vorige Level hinunter stuft wird. Das habe ich mir fast gedacht. Dann wird es wieder zur Lehmhütte. Was weiter? Gucken wir mal. Jede Stadt braucht eine strukturierte Produktion, um sich zu entwickeln. Beginne mit der Produktion der wichtigsten Rohstoffe, die zur Verbesserung der Häuser notwendig sind. Baue eine Lehmgrube an einen freien Ort, in dem du sicher gehst, dass sie sich in Reichweite der Häuser befindet, und baue dann den Weg. Für die Produktionsentwicklung kann es erforderlich sein, mehr als ein Gebäude im Rahmen der Produktionskette zu bauen. Sie finden Informationen zum Gebäude, indem Sie mit der linken Maustaste draufklicken. Nicht alle Rohstoffe und Produkte kann man selbst gewinnen. Oft muss man auch den Handel mit anderen Städten pflegen. Aha, okay. Eine Lehmgrube bauen. Haben wir hier unten Warenproduktion. Da haben wir die Lehmgrube. Und dann müssen wir die noch drehen. So. Wir können auch noch eine Straße machen. Können wir nicht, weil das Spiel das gibt es nicht vor. Weil es ein Tutorial. Beachte, dass jedes Gebäude erfordert, dass Mitarbeiter von ihren Häusern aus zugewiesen werden. Produktionsgebäude haben eine Mindestanzahl von Arbeitern, unter der sie nicht mit der Arbeit beginnen. Mit einer Höchstzahl von Arbeitern erreicht die Produktion eine hundertprozentige Produktivität. Bin sicher, dass du genug Arbeiter hast, wenn du mehr Häuser baust. Also wir haben ja hier das Gebäude, ich weiß gar nicht. Ach guck mal, da ziehen auch noch mehr ein. Also da passen auch 7 Leute rein, anstatt nur 5. Und da kommen auch neue dann dazu. Okay, nicht schlecht. Ich glaube, es wird gerade gebaut, ne? Oder ist das dann, wenn es was auswirft, sozusagen? Okay, wir brauchen 8 Arbeiter. Wir haben auf jeden Fall genug. Wir brauchen ja auch hier nur 6 Arbeiter. Und wir haben ja schon 36. 52 Bevölkerung und 36 Arbeiter. Wird leider nicht aufgeteilt, ob wie viele Kinder dabei sind oder wie auch immer.
Ganz kurz gucken. Okay. Wird schon richtig sein. Schauen wir mal als nächstes. Hallo Tom. Ah, schön, dass du da bist. Dann gucken wir mal weiter. Für die Produktionsentwicklung kann es erforderlich sein, mehr als ein Gebäude im Rahmen der Produktionskette zu bauen. Du kannst Informationen über das Gebäude finden, indem du mit der linken Maustaste draufklickst. Ja. Gut, haben wir ja. Oha, der V spielt V. Ja, so ähnlich. Das ist Builders of Egypt. Und das neue VO-Spiel kommt tatsächlich erst am 15. raus. Das ist morgen. Nunu, ein Tom hier, obwohl kein Transport Fever 2. Nur doch, der kommt immer wieder mal vorbei. Das ist jetzt ist nicht am Spiel gebunden. gut. Okay, das haben wir ja gesehen, ne? Hier ist halt die natürlichen Rohstoffe. Ah, guck mal, jetzt hat er auch eins hier drin. Vielleicht muss er immer zweimal durchlaufen, dass das dann da drin ist. Vielleicht. Sind da auch irgendwas an dem? Ja, doch, da ist auch jemand. Okay, gut. Ja, wird schon richtig sein. Die sind ja auch nah genug dran, aber da haben wir genug. Jetzt sogar 40 schon. Hat ja auch ein paar nachgezogen, oder? Zumindest sah es so aus. Wo gehst du hin? Okay, er geht einfach nur. Oh jo, Gesundheit. Man kann tatsächlich auch auf die Menschen klicken. Sehr schön, hätte ich nicht gedacht. Gut, machen wir weiter. die fertige Produktion werden vom Lagerpersonal abgeholt und dort auch gelagert. Bau ein Lager in der Nähe der Produktionsgebäude, ähnlich wie bisher. Okay, also hierhin. Verwaltungsgebäude, Lager. So, da könnte man noch ein bisschen drehen. Wenn wir das Hauptgebäude eher in die Ecke stehen haben wollen. Machen wir es mal so. Ah, was ist das? Kann man leider nicht zurück oder so. Beachte, dass das Lager keine feste Reichweite hat und Waren vom anderen Ende der Karte abholen kann. Du kannst die, genau, irgendwas, bla bla, hin und her, ägyptisch, bla bla, detaillierte Informationen eingibst und mit. Schade. Okay, klicken wir mal kurz drauf. Ach, das ist nur das Bild, was hier auch ist. Okay. Aber trotzdem, irgendwie. Naja, kann mal passieren. Ist ja auch, ne? Der Prolog nur. Es ist auch noch nicht draußen. Brauchen 10 Arbeiter. Oder heißt das, dass wir da so viele Arbeiter noch über haben? Verfügbare Arbeiter. Ah, okay, gut. Wer liest, kann es klar im Vorteil. Unanzahl. Ist ja okay. Und da können wir halt auch einstellen, was da halt reinkommt. Guck mal, 4800 gehen hier rein. Okay, alles klar. Oh, warte, was gibt's denn hier alles? Was? Ah, guck mal hier. 200 Lehm sind hier schon drin. Das ist super viel. Okay. Ich hätte nicht gedacht. Warte mal, ganz kurz gucken. Machen wir mal weiter, gucken, ob da das. Okay, es geht weiter. Um eine Produktionskette zu schließen, baue eine Ziegelei. Die Herstellung. Die hergestellten Ziegel sind eines der beliebtesten und im Handel nutzbaren Produkte. Was? Und dem Klötzchen Wahnsinn nett. okay. Für Minecraft muss man einfach total der Nerd sein. Ja, weiß ich nicht. Das würde ich jetzt wohl nicht unterschreiben, aber ja, gut.
Hier kommt man von zwei Seiten auch wieder rein. Könnte man eigentlich... Ich wollte eigentlich nicht die Karte drehen, ich wollte eigentlich das Gebäude drehen, ne? Könnte man hier unten und oben dann rein. Könnte man oben noch eine Straße ziehen, wenn es denn irgendwann mal gehen würde. Na, dann könnten die halt... Obwohl, wir müssen ja vom Lager hier rüber. Das ist eigentlich egal. Obwohl, wenn man dann hier die... Töpferei hinmachen oder so, keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Schauen wir mal. Einige Produktionsgebäude erfordern spezifische Bedingungen oder Standorte. Die Brunnen müssen am Fluss gebaut werden, die Steinbrüche an den Hügeln und zum Beispiel ein Holzfäller braucht Wälder, die fehlen können. Wenn man die ganze Siedlung am Fluss baut. Sind ja schon ein bisschen weiter weg. Ein Essen? Dann sollten wir uns vielleicht ein bisschen beeilen. Okay. Okay, ist hier alles, was wir brauchen? Stroh braucht man noch. Das heißt, es wird wahrscheinlich als nächstes dann kommen. Okay, weiter. Vergiss nicht, dass Gebäude innerhalb einer Produktionskette an dasselbe Wegnetz angeschlossen sein müssen, um die Produkte über das Lager liefern zu können. Die Wege werden hauptsächlich von Lagerarbeitern genutzt. Daher ist die Kontinuität der Wege sehr wichtig, wenn du deine Produktion transportieren möchtest. Deine Produkte transportieren möchtest. Gut, aber wir kriegen ja das vorgelegt, was wir hier machen sollen. Die Bewohner brauchen Lebensmittel zur Verbesserung ihrer Häuser. Wie bisher müssen wir eine weitere Produktionskette schaffen. Jede spätere Aufrüstung des Hauses hat ihre eigene unterschiedliche Anforderungen. Wir können diese in der Hausinformationskarte überprüfen. Okay, wissen wir. Okay. Für den Holztransport kannst du einen Krokodilen einsetzen. Der E94. Ah, ich weiß nicht, ob man da schon, ne? Ob die Bezeichnung für Krokodile dann auch so schon gegeben war. Gut. Machen wir mal weiter. Achso, warte mal, hier. Also Wasser haben wir schon mal. Das ist ja schon hell, ne? Zugang zu einer Art von Lebensmittel. Das ist das, was die höchste Priorität anscheinend ist. Okay. Gut, weiter. Baue eine einen Fischerkai, um mit Fischen zu beginnen. Okay, das machen wir. Ach, das ist gar nicht so groß. Okay. Das sieht groß aus. Fischerkai. Ah ja, doch, okay. Man muss es nur in diese Gegend stellen. Okay. Ich darf frei wählen, wo ich es hier hinstelle, meine Güte. Ja, krass. Okay, wir stellen es mal ganz nach links. Die produzierten Lebensmittel müssen in eine Kornkammer gelagert werden, wo sie weiter verteilt werden. Okay, Kornkammer. Ah, mal. Kornkammer. Da müssen wir noch drehen wegen den Eingängen. So. Und nice gemacht. Die Lebensmittel aus der Kornkammer werden über Basare verteilt. Wenn der Basar mit Waren versorgt wird, liefern die Bewohner diese weiter in ihre Häuser. Das können wir hin. Stell mir das gerade so vor, Hieroglyphen eingeritzt ins Krokodilleder. BRE94. Die Bezeichnung für den. Okay. Ich glaube, wir verlieren. Ach nee, das sind die Arbeiter, die zur Verfügung stehen. Ah, okay, hier sind keine Arbeiter mehr drin. Ah, okay, das kann natürlich sein. Okay, hier rein. Dann haben wir hier den Markt. Und den können wir auch hier hinstellen. Drehen. Ja. Ne, auch hier hätte man auch hier vorne hinstellen können. Also rein theoretisch, weil dann hat er von zwei Seiten den Weg. Die haben wir nur von einer Seite. Und wir hätten hier vorne hinstellen können. Aber okay. Alles gut.
So, jetzt können die Essen herbringen. Also, wenn sie dann irgendwann mal hier hinten fischen tun. Ganz kurz gucken. Sind auf jeden Fall schon da, die Arbeiter. Und sind auch schon fleißig. Ist die Frage, ob das auch animiert ist, dass sie das halt auch hier hinten abholen. Haben die schon Fisch? Ja, doch, da. Also es geht dann hier wohl... Wird gebeamt. Die kannten sich schon aus. Okay. fertige Produkte können zum Bau eines Monuments verwendet werden, wenn es von der Mission verlangt wird. Oder sie können verkauft werden. Dazu musst du eine Handelsroute erstellen. Dafür musst du oben auf das Kartensymbol klicken. Also das hier. Da blinkt es auch schon die ganze Zeit. Sehr energisch. Das ist hell. Ah, okay. Das ist eine Gebietskarte. Hier findest du deine Stadt und alle anderen bekannten Siedlungen. Am Anfang kannst du nur mit einigen von ihnen Kontakt aufnehmen, da sich diese Situation während der Mission je nach den Folgen deiner Wahl ändern kann. Ah, okay. Also mit denen können wir nicht machen, aber hier mit dem hier. Da. Ah, Abydos. Okay. Und draufklicken, passiert nichts. Gut, weiter. Klicke mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Siedlung, um zu sehen, womit sie handelt. Um die anderen Parameter zu sehen, die die Diplomatie beeinflussen. Von hier aus kannst du deine ersten Handelsroute erstellen, für die eine Gebühr anfällt. Na toll. Die von vielen Faktoren wie Entfernung und aktuellen politischen Bedingungen abhängt. Um zum Bau deiner Stadt zurückzukehren, klicke wir auf das Kartensymbol. Also einfach hier oben nachher. Also, erstmal hier. Ich muss hier irgendwo draufklicken. Ach nee, ich muss direkt auf die Siedlung unten draufdrücken. Okay. So wissen. Will verkaufen. Ziegel und Ton. Ja gut, das ist jetzt... um eine Handelsroute zu eröffnen, wählen sie Abydos. Diese ist derzeit die einzige Stadt, mit der sie Handel treiben können. Klicken sie dann auf Bestätigen sie Handelsroute öffnen. Achso. Da ist noch mehr. Warte mal. Ah, Abydos Dorf. Öffne Handelsroute zur Stadt. Öffnung der Handelsroute nach Abydos wird kosten 200. Ah, okay. Ich dachte, wir müssen jetzt hier irgendwas kaufen oder so. Die Handelsroute wurde eröffnet. Von Zeit zu Zeit kommt ein Händler oder ein Schiff in die Stadt, um seine Waren zu tauschen. Zu Beginn jedes Jahres wird die Menge der gekauften Waren zurückgesetzt. Wenn ein Händler alle seine Waren während des Jahres umtauscht, kommt er erst im nächsten Jahr wieder an. Sie müssen zuerst festlegen, ob sie importieren, exportieren oder nichts tun wollen. Die Standardoption blockiert die Möglichkeit des Imports und Export. Um sie zu ändern, klicken Sie auf das Symbol Wirtschaft. Das ist hier oben. Hier ist Ökonomie, aber ist okay. Die Waren, die sie bereits produzieren und die sie nach Abydos exportieren können, sind Ziegel. Ändern sie ihre Politik für den Export von Ziegeln. Okay. Ziegeln. Okay. Ach da, okay, einfach hier Export. Ah, okay, okay. Hervorragend. Wenn sie die Steine in einem bestimmten Lager aufbewahren möchten, können Sie diese in den Optionen auf der Informationskarte einstellen. Okay. Am Ende des Spiels kannst du dann das wahre Gesicht der Sphinx. Ah, okay. Wahrscheinlich. Hm.
Okay, das wäre aber dann wieder in der Stadt, ne? Oh, wir können auch Fisch weggeben. Export. Aber will er hier nicht haben. Okay. Wir machen erstmal weiter. Oh nein, da wollte ich nicht. Ach nee, hier, ne? Hier, okay. Wenn Sie Grundlagen des Spiels kennen, können Sie sich auf die Erfüllung der Mission konzentrieren. Um sich an die Siegbedingungen zu erinnern, gehen Sie zum Reiter allgemein. Okay. Beschreibung der Mission. Ah, okay. So, Rotziegel, Keramikbewohner. Okay, da nochmal. 14.133, 0056. Okay. Gut. Das sind die wichtigsten Grundregeln des Spiels Builder of Egypt. Das Tutorial wird im Laufe des Spiels um neue Elemente erweitert. Ah, okay. So. Dann können wir zurück. Und da sind wir. Okay, da haben wir auch eine Information oben drüber. Das heißt bestimmt, dass sie zu wenig Arbeiter haben. Ja, 2 von 5. Okay. Die lassen uns jetzt ganz alleine. Na gut. Oh, wie viel müssen wir denn hier arbeiten? 10. Okay. Lass mal gucken. Die Arbeiter. 4 drauf. Oh Mann, nicht mehr. Haben wir keine Arbeiter mehr. Das heißt, wir müssen eigentlich neue Gebäude bauen. Dann lass uns doch hier an die Straße noch 4 Gebäude hinsetzen. Machen wir da noch. Hier. 2, 4. Und bis hier. Dann können wir da noch 4 Gebäude hinsetzen. Mal gucken. So. Oh, nein. Eigentlich muss ich mir abgewöhnt, mit Escape irgendwas zu machen. Ich denke, das ist einfach nur keine Bewohner, genau. Ne, es wird nur angezeigt, dass noch keine Bewohner da sind. Wie weit geht eigentlich der Brunnen? Der ist nicht allzu weit. Heißt, dass die hier eigentlich gar kein Wasser bekommen. Doch, doch, haben Zugang zu Wasser. Okay. Vielleicht holen die sich das selber. Deshalb wahrscheinlich. Oder der Radius ist so groß, dass sie es machen. Brauchen wir aber auch wieder 2 Arbeiter. Okay. Gibt's da bestimmte... Ja, doch, doch, doch. Also hier auf Wüstensand können wir nicht bauen. Aber auf diesen grünen Flächen geht das. Könnte man eigentlich auch hier hin machen, aber das... Ja, eigentlich hier, ne? Warum geht's hier nicht? Vielleicht so weit raus, keine Ahnung. Dann müssen wir da hin. Kommen aber neue Einwohner, das ist gut. Okay, was haben wir hier? Ah, hier können wir jetzt eine Farm errichten. Und der beste Standort ist hier hinten. Okay. Die Straße noch verlängern. Warte, nochmal ganz kurz gucken. Farm. Geht jetzt nichts dabei. Schauen wir mal. 10 Arbeiter. Wow, okay. Straße. Braucht man für die Farm
können wir das Korn raus. Wird dann im Kornlager gespeichert. Das haben wir. Verwaltungsgebäude. Das Warenlager haben wir und die Kornkammer. Den Markt haben wir auch. Und die Feuerwache haben wir auch. Okay. Warenproduktion. Ja, noch die Töpferei. Genau. Die. Ach Mensch. Rechte Maustaste. Lass mal gucken. Genau, die wollen halt auch Keramik haben. Ein Essen immer noch nicht. Okay. Das ist aber aufgestiegen jetzt. Auch das andere Gebäude ist aufgestiegen. Ich denke, dass jetzt Essen da ist. Okay, hier, die brauchten nur Wasser, um nochmal hochzugehen. Löhne wurden bezahlt. Okay, 207, das ist jetzt nicht so gut. Ja, hier hat er sich geholt. Salat steht da. Fleisch, Salat, ne? Das ist Fisch. Okay, Salat. Okay. Wird schon richtig sein. Ein Übersetzungsfehler. Okay. Aber, ja. Sehr schön, sehr schön. Wie weit ist eigentlich der Radius von dem Gebäude? Ah ja, doch, es geht aber. Geht aber. Vielleicht müssen wir noch mehr Fisch anbauen. Ach so, keine Warnung, okay. Gefällt mir ganz gut, das Spiel. Ja. Mir bis jetzt auch. Also ist ganz okay. Da ist noch was aufgestiegen oder sind... Ja, doch, da. Man sieht es dann, dass es immer wieder hochgeht. Und hier sind auch die... Ah, okay. Also die laufen schon noch mit diesen Karren rum, weil ich dachte gerade auch, die gehen da nicht mit rum. Das könnte vielleicht auch so die Warenhändlerin sein oder so, die halt hier einfach rund geht und das dann da verteilt. Oder hat die ihr eigenes Haus? Ressourcen bereitstellen, okay. Ja, natürlich, ne, wir haben das auch in anderen Spielen, haben wir das ja, dass die halt rumlaufen müssen, um die Ressourcen halt zu verteilen. Das halt dann hier beim Wasser, da arbeiten halt zwei und dann laufen die halt hier immer in ihrem Radius rund und verteilen halt das Wasser. Okay. Lebensmittelproduktion. Also wir brauchen... ich würde nochmal Fisch... Kann man die nicht kleiner machen? Ah, das geht nur an der Stelle. Und vielleicht liegt es einfach an diesem Tutorial dann. Aber noch mal links machen. Wir haben noch Arbeiter. Sollte reichen. Ja. Und Builders of Egypt Prolog ist natürlich kostenlos. Könnt ihr euch einfach downloaden. Danke, Dienchen, für den Link bei Steam. Ich glaube, auch bei anderen einschlägigen Seiten kann man das auch downloaden. Okay, wir haben noch 7 Arbeiter. Wir könnten eine Töpferei machen. Ich guck mal, was die Töpferei so kann. Warenproduktion. Töpfer. Und tatsächlich würde ich die hier hinstellen, weil die brauchen ja die... Obwohl, man könnte die auch hier unten hinstellen, ne? Die Frage, wie viel Arbeit wir dafür brauchen. Oder wir stellen die hier hin. Dann hätten wir die Arbeiter gleich hier.
und könnten vielleicht noch ein paar Arbeiter hier hinstellen. Und mal rundherum Straße machen. So. 1, 2, 3. Dann könnte man da noch 3 Häuser hinmachen. Weil da steht ja der Brunnen. Mal gucken, ob wir da Häuser hinmachen können. Ja, doch, doch. Das geht. Straße. Okay. Ah, mein Auge. Jo. Ja, wird sicher auch bei anderen gehen. Ja. Weil es halt der Prolog ist. Und dann auch überall rausziehen. So, nochmal die Pfefferei, genau. Mal die hier hin. Dann packen wir da noch eine Straße drumherum. Auch wenn es halt Geld kostet, aber. Gut. Machen wir das. Gucken wir mal, wie viele da arbeiten. 10 auch. Aber wir haben ja auch neue Häuser gemacht, also da ziehen ja auch neue ein. Die dürfen jetzt auch gleich hier, da sind sie auch schon. Da spawnen sie schon. Und können dann hier reinziehen. Und hier werden wahrscheinlich auch einige noch Platz haben. Die Häuser hier hinten, die haben sich gerade eben erst aufgewertet. Nö, gar nicht. Okay. Wollten wir das nochmal sehen? Wie viele Leute wir haben in jedem Haus. Egal. Ah, bestimmt mit ja, damit, okay. Also wie viele Arbeiter zur Verfügung stehen? Na, guck mal, in denen passen schon 9 Leute rein. Okay. Ja, die müssen ja auch erstmal herziehen, ne? Das ist ja. Ah, und das nächste Haus ist upgraded. Sehr gut. Cool. Löhne bezahlt. Jetzt war nur noch die Frage, wie. Wir haben ja eingestellt, dass wir verkaufen wollen. Export. Sammeln. Achso, okay. Ein Milestone haben wir bekommen. Eine Siedlung haben wir jetzt. Mal guck mal, da sind die Häuser, die auch hochgehen. Hier die anderen jetzt auch. Sehr schön. Also wir kriegen die Häuser, werden sich ja nun mal auch auf, weil nicht herunterfahren. Habe ich die jetzt sammeln oder? Ach guck mal, wir haben aber gar keine, ne? Die verkauft wurden. Ich habe das nicht mitgekriegt. Ach, da passen nur 4.800 rein. Das ist nicht von jeder Ware. Okay. Mal ganz kurz gucken. Wie sieht es denn hier aus? Oh, und Stroh und Ton. Also wir kriegen wahrscheinlich... Oh, der Fluss ist über die Ufer getreten. Genau, hier kommt Stroh bei rum. Aber was ist mit dem Getreide denn? Was macht man? Wird das denn auch verteilt irgendwo? Ah ja, das Wasser ist wieder zurückgegangen. Guck. Sehr gut. Ist ja so diese Lebensader sozusagen. Der Nil ist ja immer über die Ufer getreten, hat damit halt dann fruchtbare Erde mitgebracht. Und somit hatten die am Nil dann schön viel Essen. Oder es hat gut gewachsen. Die Kornkammer damals gewesen, sozusagen. Aber die nehmen auch Getreide. Ist halt nur die Frage, ob die das dann auch bekommen. Warte mal ganz kurz. Mal ganz kurz hier im Lager. Nö. Aber Stroh hatten wir schon, weil
Genau, da liegt auch Stroh drin und die produzieren auch. Mal ganz kurz gucken, das Getreide und das hier wird erster, okay. Uiuiui, gibt aber einiges. Ach, guck mal hier, genau, da ist Stroh. Richtig. Hm. Mal ganz kurz gucken. Ziegel. Ja, vielleicht konnten wir auch jetzt erst produzieren. Ach, guck mal. Sehr schön. Ist gut. Aber 10 Leute, das da arbeiten, das Feld ist sehr klein, ne? Aber produziert halt auch ganz gut, würde ich sagen. Hm, ist das Lager vielleicht weit weg? Mal schnell reingucken. Getreide. Nein, eigentlich nicht. Hm, bei LMG gibt es wieder was Neues. Ah, okay. Sind die größer geworden? Oder ist das nur, weil die andersrum stehen? Das ist nur, weil die andersrum stehen, okay. Dachte schon. Andere Textur oben drauf. Und wenn man dreht, ist der Lichteinfall dann. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Gut, schauen wir mal weiter. Genau, wir haben ja die Töpferei gemacht. Und die Frage, ob die jetzt schon. Ja, guck mal, die haben auch Ton bekommen. Sehr gut. Und machen dann halt auch Keramik. Frage, haben die Keramik? Ja, die haben Keramik bekommen. Sehr gut. Heißt, dass die Häuser denn auch demnächst mit Keramik versorgt werden? Was? Eine Bewohner? Warum? Hm. Ach, Maximalstufe im Prolog. Ah, okay. Ja gut, warum nicht? Ist ja in Ordnung. Nice zu sehen, was man da noch machen kann. Gucken wir mal, was das noch so mit sich bringt. Wir könnten noch eine Lehmgrube machen, aber ich glaube, die Lehmgrube ist eigentlich okay. Ne? Mal schnell gucken, wie viel Lehm haben wir dann hier noch? 1100. Irgendwie Ziegel. Entweder holt er die jedes Mal oder. Keine Ahnung. Na, guck mal, da. Die holen auch irgendwas. Schön. Das sieht so schön aus. Nice. Gut. Guck mal weiter. Ich glaube, wir hatten hier so alles schon. Dann Gottheiten. Wir könnten einen Schrein des Horus bauen. Sehr schön. Der hat auch eine schöne Reichweite. Wird mal hier hinstellen. Straße drum. So. Ein bisschen Platzverschwendung oder so, aber ist egal. Die haben wir alle. Die Feuerwache müssen wir nochmal ganz kurz gucken, wie die in der Reich. Ah ja, okay, das war in Ordnung. Das ist okay. Das reicht vollkommen. Gucken wir mal ganz kurz in den Tempel rein. Der braucht keine Arbeiter. Okay. Und geht einfach nur hin und zum Beten. Okay. Gucken wir nochmal. Nee, keine Keramik. Naja, wer weiß. Vielleicht kommt das ja erst noch. Es wird nicht. Wird nicht angezeigt, dass der Tempel da. Vielleicht waren sie auch noch nicht da. Ne? Also müsste man halt auch abwarten. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben halt auch nichts mehr, ne? Wird aber aufgewertet hier. Das heißt, dass die halt dann auch unterwegs sind, die Arbeiter. Okay. Ja. Ach, guck mal, hier auch Getreide jetzt. Nice. Wasserzugang, Getreide. Keramik immer noch nicht.
Keine Bewohner, okay. Weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist, weil hier wird nämlich angezeigt, dass sie da sind. So, wir hatten die Gotthäuser geguckt. Verwaltungsgebäude, die hatten wir. Amtsgebäude. Noch nix. Kulturgebäude. Da hätten wir einen Platz. Ach, guck mal, okay. Steht da irgendwas dabei? Was der kostet? 200? Da kann man es leisten, komm. Haben wir einen Platz? Na, können wir anklicken, aber wir kriegen nicht angezeigt, ob, was der für eine. Ja. Bewandtnis hat. Okay. Kulturgebäude. Dekorative Palme. Ach, guck mal. Für die müssen wir bezahlen, die anderen hätten wir hier gratis, ne? Also hätte man einen Weg durchlegen sollen. Bildungsgebäude gibt es auch noch nicht im, im Prolog. Dann haben wir Militärgebäude, haben wir auch noch nicht. Und dann haben wir Verteidigungsstrukturen. Das wird die Mauer sein wahrscheinlich. Haben wir auch noch nicht. Ich denke, dafür ist unsere Stadt noch zu klein. Aber okay, wir hätten noch 38 verfügbare Arbeitskräfte. Ich würde noch eine Lehmgrube bauen. Und die geht nur an bestimmten Stellen. Ah, okay. Geht auch hier noch. Würde aber auch hier noch gehen. Ist halt die Frage, ob... ob das dann immer kleiner wird und dann die Lehmgrube irgendwann leer. Weiß ich nicht. Gucken wir mal ganz kurz, wie viel Lehm hier drin ist. 1200. Heißt, wir können noch eine Ziegelproduktion machen. Wir haben noch 30 Leute. 90 Lebensmittel brauchen wir dafür. Dann machen wir mal so. Ich würde gerne eine Straße noch dazwischen setzen. Obwohl das teuer ist. So. Besser das angeschlossen ist, denke ich mal, dass die Wege halt auch kürzer werden. Gut. Haben wir das. Mal schnell gucken. So. Wir brauchen halt noch Stroh. Es ist halt die Frage, ob wir genügend Stroh haben, weil hier ist ja nur Getreide drin. Kommt der Stroh denn hier? Das. Nee, oh. Werden auch weiterhin aufgewertet hier. Die Häuser. Immer noch keine Keramik. Brauchen wir dafür einen anderen Handelsposten oder so? Warenproduktion. Wie war das nochmal? Lebensmittelproduktion, Häuser. Markt. Warenlager, Feuerwache. Nö. Aber sie haben auf jeden Fall Waren da. Hat nur die Frage, was die damit machen. 400. Jetzt auch noch keinen Händler gesehen. Ach, da
ist Stroh. Ja, okay, alles gut. Ja, hatte ich doch eben schon mal gesehen. Habe ich mir verpeilt. Okay. Wir könnten auch ein neues Lager setzen und sagen, okay, den Stroh würde ich gerne hier hinten dann drin haben. Das kann man dann einstellen. Das sieht schon sehr nice aus. Ich komme jetzt nicht drauf, wie das... Das müsste eigentlich ein Pharao gewesen sein, wo es halt auch die Waren so angezeigt worden ist. Ach, werden wir morgen mal schauen, wenn das neue Pharao rauskommt. Das Remake. Und wir haben noch eine Nachricht hier. Okay, das war nur die Nachricht, okay. Achso, guck mal, wir könnten auch vorspulen. Aber nicht. Nochmal Stroh. Okay. Ist das da morgens streamen? Nein. Ich weiß noch nicht, was es kostet und ich habe morgen leider keine Zeit. Aber ich werde es mir beim Tobi anschauen. Der wollte es spielen. Soweit ich weiß, wenn er es hinkriegt. Ist wieder überschwemmt. Da kommen bestimmt noch ganz viele tolle Sachen, wo man halt dann auch die... Man muss ja auch die Bäckerei herstellen und so weiter. Das stand ja auch schon da. Gerste anbauen für Bier. Ich denke mal, dass das noch kommt. Ansonsten sieht das doch schon mal ganz ordentlich aus. Ich weiß nicht, ob man im Sandkastenmodus eventuell dann noch mehr Sachen bekommt. Wir können uns das ja mal anschauen. Hier haben wir jetzt erstmal alles gebaut. Ich weiß nur nicht, ob der Handel jetzt auch funktioniert hat. Ob wir da auch schon was verkauft haben. Siegel sind halt null. Siegel. Will kaufen. Ja, kann er doch. Auf Export steht es auf jeden Fall. Nee, null. Guck mal, aber bekommen dem Exportziegel 0. Wo sind die ganzen Ziegel denn bitte dann? Werden die verbraucht, weil wir die, weil die Häuser, die dann sich nehmen, um die Häuser zu erweitern? Ich meine, jetzt haben wir sowieso alle hochgelevelt. Das heißt, müsste im Prinzip ja dann heißen, dass die nichts mehr bekommen oder brauchen. Ja, hier liegt aber nichts. Da ist doch hier der Fehler, dass ich hier Sammeln gedrückt habe oder so. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Vielleicht laufen die jetzt alle los. Und holen die Ziegel. Ja, ich glaube, jetzt laufen sie hoch. Los und holen die Ziegel. Ei, okay. Ja. Ja. Das sind die Ziegel. Gucken wir mal, ob wir die Siegbedingungen doch noch erfüllen können. Und wir könnten ein bisschen schneller laufen lassen, einfach mal zu gucken, wie das aussieht.
auch hier wäre es halt, wo man sagen könnte, okay, machen wir noch ein weiteres Lager. Da könnte man tatsächlich dann halt Ziegel und Stroh drin sammeln. Ne, dann hätten wir das alles hier dann auch raus. Ne. Oh, da geht ein Haus runter, sehe ich gerade. Weil Essen fehlt. Salat fehlt. Das ist natürlich doof, ne? Wir können auch nicht noch mehr hinstellen hier hinten. Wir haben auch keine andere Möglichkeit, irgendwas hinzustellen. Waren wurden gekauft. 750 plus. Ah, okay, guck mal. Jetzt ist es auch weggegangen. Aber trotzdem, die Häuser gehen gerade runter und wieder hoch. Also die, die hier runtergegangen sind, sind auch wieder hochgegangen. Sehr fragil. Fragil. So. Sind auch noch 100 Lebensmittel hier drin. Ah, die würden auch Keramik hier reinnehmen. Aber warum bringen die nicht darüber? Ist das zu weit weg? Nö, ne? Ja, doch. Könnte zu weit weg sein. Wir brauchen noch einen Markt. Nee, hier nicht. Ja, nein. Nein. Hier. Nein. Ja, Verwaltungsgebäude. Markt. Vielleicht steht es einfach zu weit weg und er sich das nicht abholen kann. Aber jetzt, nee, die Keramik liegt doch hier hinten drin. Warte. Man findet nirgendwo, wie viel Slotty Euro das kosten soll. Ja, es ist noch nicht bekannt. Das werden die erst morgen dann raushauen, ob das dann das Remake von Pharao. Wie viel die dann da... Ach, guck mal, da kommt der Händler. Ah, okay. Gut, gut, gut. Mal da draufklicken, oder? Der würde auch Lehm mitnehmen. Oh. Könnten wir doch eigentlich noch hier rein... Und dann sagen, pass auf, wir exportieren auch Lehm. So viel will der doch gar nicht mitnehmen, oder? Mal ganz kurz gucken. Ja, doch 700. 700, aber wir haben genügend Lehm. Da haben wir noch eine zweite aufgemacht. Wollen wir mal weiterlaufen? Wahrscheinlich so 100 Zloty, also 20 Euro. Ja, ich könnte es mir halt vorstellen, dass sie halt so 20, 25 Euro für das Spiel haben wollen. Hm. Plus 300. Okay. Und was hat der jetzt alles gekauft? Das kann man ja bestimmt auch noch. Ne? 200 Ziegel und 600 Lehm. Das ist aber nicht schlecht. Das ist cool. Okay. Such mal ganz kurz, mein Besuch hat sich angemeldet. Mal vorbeikommt. Alles gut. So, bin aber mal weg für heute. Bis Donnerstag. Tienchen, schön, dass du da warst und wir sehen uns am Donnerstag wieder zu Train Sim World. 17 bis 19 Uhr. Und hab noch einen schönen Abend. Lass dich nicht ärgern. Ach, da läuft er weg. Sehr schön. Fein, fein, fein. Haben wir das auch schon gesehen? Wir gucken nochmal in die... War das hier? Ne, das war die Gebietskarte. Ich wollte in die Siegbedingungen nochmal reingucken. Okay. Aber dann können wir nochmal ein bisschen weiter runter. Ups, wollte ich nicht. Da wollte man drauf drücken. Ja. Ah, der war noch nicht hier, ne? Mit den. Okay, der ist ja auch gerade erst weggelaufen. Also es kann ja nicht, ne? Er ist ja nicht mit dem ICE unterwegs, er ist ja zu Fuß unterwegs und hat das in die Taschen gesteckt, hat man ja gesehen. Dass das alles da reinpasst. Ein Karren dabei gehabt. Das wäre so, wo ich sagen würde, okay, da noch ein Karren oder halt dann mit. Die hatten ja auch hier bei V oder hatten die auch Kamele und so weiter, wo sie mit einer
Karawane dann auch unterwegs waren. Ja. Gut, dann so. Ich glaube, das ist das hier. Beschreibung der Mission, genau. Und dann hier, genau. Ist gar nicht mehr so viel. Keramik brauchen wir noch 100 und 300 Ziegel müssen wir noch weggeben. Die 5000 Brot, die hatten wir ja eh. Das ist ja vom Spiel schon vorgegeben gewesen. Ich muss auch leider los, muss noch einkaufen. Einen schönen Abend noch und vielen Dank für die Berieselung. Bis zum nächsten Mal. Carlotta, schön, dass du da warst. Hab einen schönen Abend. Viel Spaß beim Einkaufen und ich bräuchte noch Aufschnitt. Mach's gut. Ach, da ist da auch die Blume, ja. Die wurde eben nicht angezeigt. So, lassen wir es noch ein bisschen laufen. Danke, bis dann. Ach, da kommt direkt der nächste Händler. Sehr schön. Ja, das geht halt runter und geht auch gleich wieder hoch. Man sieht es halt, da ist es wieder hochgegangen. Da ist der nächste und der nimmt 300 Ziegel und nochmal 600 Lehm mit. Ja, vielleicht sollten wir den Lehm hier doch wieder abschalten, dass wir den für uns behalten. Ja, sammeln wir wieder für O und... Nee. Export müssen wir ausschalten. Oh, Sieg! Müsst du auf diesem Level fortsetzen? Nein. Also, wir werden mal schauen, ob wir auf dem Sandkastenmodus, ob wir dann noch mehr bauen können. Aber ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das ist das. Ne? Ich glaube, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Können noch mal schnell den Sandkastenmodus anmachen, um zu gucken, wie es da aussieht, aber ich glaube, das war's. Dann müsstest du auf diesem Level fortsetzen. Nein, nein, also X. Ne? Also das Bild sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Also wenn dann halt auch solche Pyramiden und so weiter dann gebaut werden können, würde ich jetzt nicht so schlecht finden.